Generationspflicht, Leute. Mach doch schon, Gewalt, komm. Mein Name ist Angelika Barber, ich bin ehemalige Bürgerrechtlerin und bin auch zu DDR-Zeiten zugeführt worden. Ich bestehe auf dem Versammlungsrecht, Artikel 8, und verstehe nicht, dass es jetzt hier eingeschränkt ist. Also das akzeptiere ich auch nicht. Ich werde jetzt zugeführt, genau wie zu DDR-Zeiten. Mir passiert das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt den Artikel 20 wahr, das Widerstandsrecht. Und da hat er gesagt, der Beamte, der mich hier abführt, damit fangen Sie jetzt auch noch an. So, das ist also wirklich, Sie können ja nicht anfangen, um die auf das Grundgesetz zu bestimmen. Das Problem ist aber nur, dass die Regierung mit Panikmacher und Angst vor Tod, mit Todesangst droht und die Leute vollkommen verwirrt. Ich bin Biologin. Ich weiß, dass diese Fakten, so wie sie uns verkündet werden, nicht stimmen. Ich weiß es einfach. Es hat mich aber auch viel Überredungskraft gekostet, auch im Umfeld, im Umkreis, die Leute davon zu überzeugen, Freunde und Bekannte, dass dieser Virus keine Todesfolgen hat. Ich verstehe es nicht. Entweder haben Sie nicht genug Wissen, ne? Das ist, könnte ich mir vorstellen, dass jemand, der eben Bankkaufmann ist, wie Herr Spahn oder IT-Fachmann, dass die nicht daran interessiert sind. Aber ich frage dann immer, wem nützt es? Das ist die Lehre, die wir aus der DDR mitbekommen haben. Wem nützt es? Und dann gucke ich nach und sehe, aha, Herr Bill Gates verdient ganz viel Geld daran, wenn er Impfstoffe herstellt. Bill Gates ist der größte Sponsor der WHO. Und wir lassen uns von einer WHO vorschreiben, was wir zu denken und was wir zu handeln haben. Wem nützt es? Der WHO nützt es, weil sie die Pandemie-Richtlinien gekürzt hat. Also es gibt viel mehr, es gab vor einigen Jahren viel mehr Kriterien, um überhaupt eine Pandemie auszurufen. Die sind gestrichen worden und die WHO wird gesponsert von Bill Gates. Bill Gates ist derjenige, der an Impfstoffen verdient, der auch überall verkündet hat, man müsse hier alle durchimpfen. Das heißt, er würde daran verdienen und Menschen, die einfach an Ängsten von anderen verdienen, den traue ich nicht. Das ist mein Problem. Ja? Und das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Ich habe alles erlebt zu DDR-Zeiten. Mit Faschisten zu kritisieren! Und sie hat ihren Preis bezahlt. Und wir können unseren Arsch auch mal bewegen dafür, dass der Staat hier mit solchen Maßnahmen gegen den Willen von ganz vielen Menschen hier Milliarden verschwendet. Und der Mensch ist nicht des Feindes Mensch. Nein. Technik. Ja. Nein, doch, Sie kommen strafbar. Ich gehe hier spazieren. Mörder! Stasi! Genau, Stasi, ihr Mörder! Ach, ja, Sie kommen nicht zu mir. Die Wahrheit wird sowieso ans Licht kommen. Die Wahrheit ist schneller als irgendein Virus.
Die Wahrheit wird sich im Internet verbreiten. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Abstand von Diktatur, Abstand von Kapitalismus, Abstand von Autoritarismus. Das verhindert gleich mehr Krankheiten, nicht bloß Corona. Es verhindert auch die Krankheit Diktatur. Derzeit ist es in Berlin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Gleiches gilt auch für Ansammlungen oder Versammlungen. Zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordert sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben.